Hi, ich bin Kenny, euer Startline-MC. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Übungen, damit wir unsere Rumpfmuskulatur schön stärken können und vor allem dann ein paar Hindernisse einfacher hochkommen und einfacher langhangeln können. Hier ist die erste Übung. Der eine oder andere wird es kennen, der Mountain Climber. Dazu kommt ihr erstmal in die Liegestützposition. Die Hände wie immer unter der Schulter platzieren, die Wirbelsäule schön aufrichten und dann bitte im Wechsel immer ein Knie anziehen. Die Knie wirklich nur bis unter die Hüfte bringen, dann beide Füße wieder gerne hinten zusammen. Genau, man kann dabei auch natürlich etwas schneller werden. Dadurch kriegen wir natürlich das Herz-Kreislauf-System etwas mehr in Schwung. Ist super, kann man so 30 bis 45 Sekunden machen. Da merkt man schon, boah, da geht's richtig ab. Die nächste Übung wäre dann die Shoulder-Touches. Dazu kommen wir wieder mal in die Liegestützposition. Nach unten, die Hände gehen etwas enger zusammen, die Füße ruhig etwas weiter auseinander aufstellen. Wieder die Wirbelsäule aufrichten. Wir haben quasi einen stolzen Oberkörper und das Gesäß richtig fest anspannen. Jetzt bewegt sich langsam die rechte Hand zur linken Schulter und dann wieder herunter. Dann die Seite wechseln, linke Hand zur rechten Schulter. Desto langsamer ihr hier arbeitet, desto schwerer wird die Übung, weil wir schön langsam auch spüren, wie der Rumpf sich von rechts nach links eigentlich ausweichen möchte, aber wir natürlich dagegen arbeiten wollen. Das ist eine super Übung, um eure Rumpfmuskulatur zu stärken.